Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen in meiner neuen Bücherwoche. Eine Woche, die wettertechnisch sehr kalt war, sehr nass war, nicht sehr schön war und ich das Gefühl hatte, der Sommer hat sich schon wieder verabschiedet. Kaum, dass er begonnen hatte, denn Samstag, Sonntag waren wirklich zwei sehr sonnige Tage. Gerade Sonntag habe ich sehr viel auch in der Sonne verbracht. Und mich hat es dann doch ein bisschen sonnenbrandtechnisch erwischt. Ich glaube, man sieht es ganz gut jetzt, wo ich eben so braun bin. Das war vorher alles ein bisschen rötlicher. Aber gut, ich bin da ja nicht ganz so empfindlich. Und ja, auch mit Sonnenschutz, irgendwann ist der halt verbraucht. Und wenn man nicht nachcremt, dann ist es so. Aber mich persönlich stört das nicht. Ich weiß, alle Gesundheitsfanatiker werden jetzt aufrufen, Steffi, ja, es gibt Schlimmeres auf dieser Welt als einen Sonnenbrand. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, für mich persönlich. Also von daher sehe ich das sehr, sehr entspannt. Und zudem man jetzt eben einfach so ein bisschen Farbe bekommt, ich finde, das entschädigt ja ein bisschen für alles. Ja, lesetechnisch war die Woche eigentlich, ja, gut. Mit, ja, wirklich guten Büchern und einem Buch, das ich abgebrochen habe. Serientechnisch habe ich die letzten zwei Folgen vom Anschlag gesehen und viele hatten sich in der letzten Bücherwoche dann auch noch gewünscht, dass ich was zum Abschluss der Serie sage und das werde ich auf jeden Fall tun. Und dann habe ich diese Woche auch die sechste Staffel von Game of Thrones gesuchtet, denn am Montag ist es endlich soweit, die siebte Staffel ist zu sehen. Dazu dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit dem, was ich gelesen habe. Ich habe letztes Wochenende die New York Diaries gelesen, den vierten Teil. Zoe von Carey Price alias Adriana Popescu, ist der vierte und abschließende Band der Reihe. Die anderen, ich weiß gar nicht, sieht man die? Die stehen ja hier oben drüber. Ja, ich meine, ich glaube, man sieht sie hier ganz gut. Habe ich ja schon gelesen und ich habe mich sehr, sehr gefreut, als jetzt das Büchlein bei mir angekommen ist. Dann habe ich mich, ich glaube, am Dienstag dazu entschlossen, Dienstag? Ja, ich glaube am Dienstag, Fireman von Joe Hill abzubrechen nach 400 Seiten. Ja, ich glaube nach 400 Seiten grob. Es könnte auch Mittwoch gewesen sein. Nach 400 Seiten habe ich das Buch abgebrochen. Warum, weshalb? Ja, dann natürlich mehr. Ja, währenddessen habe ich schon angefangen mit dem neuen Buch von Laura Labas, Ewigkeitsgefüge. Ein Buch, auf das ich mich unglaublich gefreut habe, weil ich ja von Laura Labas wirklich immer sehr begeistert bin, sehr angetan bin und mich hier auf diesen Einzelband auch mega gefreut habe. Und als er mich dann als E-Book erreichte, war ich sehr, sehr happy. Und auch gelesen habe ich Nachtblau von Simone van der Vlucht. Ein historischer Roman, der in den Niederlanden spielt, ich glaube im 15. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ich glaube 17. Jahrhundert. Und ja, auf das ich gestoßen bin über die Bücher bei HarperCollins und mich das so angesprochen hat, ja, dass ich es angefragt habe, erhalten habe und gelesen habe. Und wie gesagt, sonstiges zu den Serien dann am Ende. Aber beginnen werden wir jetzt mit dem vierten Teil der New York Diaries Reihe Zoe von Carey Price. Und hinter Carey Price steckt ja niemand Geringeres als Adriana Popescu. Und die New York Diaries Reihe ist eine vierteilige Reihe, die in New York City spielt. Und ja, beide, Adriana Popescu zusammen mit Anne Freitag, haben sich abgewechselt und haben jeweils zwei Bücher geschrieben. Die Geschichten sind komplett unabhängig voneinander zu lesen. Die Charaktere der anderen Bücher spielen manchmal eine kleinere, größere Rolle im jeweiligen Buch. Man kann die Geschichten aber in jeder x-beliebigen Reihenfolge lesen, wie man das möchte. Zoe ist nun das letzte Buch dieser Reihe, ist jetzt erschienen am 3. Juli diesen Jahres im Knauer Verlag und kostet broschiert und als E-Book 10 Euro und hat 340 Seiten. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr auf dieses Buch gefreut, da mir die anderen drei Geschichten der New York Diaries Reihe sehr, sehr gut gefallen hatten. Und ich war sehr gespannt, was Adriana uns hier mit Zoe noch ja, im Grunde zeigen wird und was wir noch ein bisschen an New York Feeling spüren werden. Ich werde heute nicht allzu viel dazu sagen, denn ich möchte einen Bann von Buchreihen Serie, eine Folge zu meiner Serie machen und die wird jetzt dann in dieser Woche, also in der nächsten Woche, also der kommenden Woche, wird das Video dann auch online gehen. Ich werde es dann noch mit drehen nach der Bücherwoche. Dementsprechend nur kurz etwas dazu zum vierten Band. Zur ganzen Reihe wird es dann ein kleines Extra-Video geben. Ja, wir treffen hier auf Zoe, eine junge Frau,
ich glaube auch so Ende 20, wie alle Protagonistinnen der Bücher. Und sie kommt von Los Angeles nach New York, denn sie möchte Schauspielerin werden. Sie selbst hat bereits in einer Soap mitgespielt, hat auch ein bisschen gemodelt und kommt jetzt eben von der anderen Küste nach New York City, steht mit ihrer pinken Couch vor ihrer Wohnung und erfährt dann vom Vermieter, hups, du bist zu spät, ich habe die Wohnung schon jemand anderem gegeben. Und als sie sich dann bei ihrem neuen Job abmeldet oder anmelden möchte, dass sie vielleicht später kommt, wird ihr mitgeteilt, huch, du bist einen Tag zu spät. Ja, wir haben den Job jetzt schon jemanden gegeben, der bereitwillig angefangen hat. Und so steht sie mit ihrer pinken Couch auf den Straßen von New York City und ist ziemlich, ziemlich verzweifelt und weiß nicht so richtig, was sie jetzt eigentlich tun soll. Und ja, schläft dann tatsächlich auch in irgendeinem Hinterhof und trifft dort auf Matt. Und Matt hat so eine kleine Lösung für sie, denn er kennt jemanden aus dem Knights Building in New York. Und er weiß, dass da immer mal Wohnungen frei werden. Und so bringt er Zoe im Knights Building unter und ja, erzählt ihr so auch ein bisschen was von seinem Leben in New York City. Und ja, Zoe wird bei einem Agenten unter Vertrag genommen, der nicht alles ganz koscher sozusagen macht und der so manches dazu dichtet, was einfach nicht so richtig stimmt. Und ja, er möchte, dass Zoe groß herauskommt, aber er möchte das auf eine andere Weise, wie sich Zoe das vorgestellt hat. Und so tauchen wir hier ein bisschen in die schauspielerische Welt von New York City und ja, natürlich wieder ins Knights Building. Ja, das Knights Building ist ja der große Punkt, der alle vier Bücher verbindet, denn alle vier Charaktere leben im Knights Building und kommen da eben auf unterschiedlichsten Wege hin und haben auch unterschiedlichste Ziele und Gedanken. Und ja, Zoe, ihren Gedanken der Schauspielerei fand ich sehr spannend, sehr interessant. Allerdings muss ich ehrlich gestehen, fand ich Zoe anfangs unglaublich naiv. Also da in eine andere Stadt zu ziehen, ohne Mietvertrag, ohne Arbeitsvertrag und dann erschüttert zu sein, dass das alles nicht so klappt, fand ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Da dachte ich so im Moment, wer würde das tatsächlich so machen? Ja, das war so ein bisschen so der Anfang, wo ich dachte, huch, so Naivitäten kenne ich eigentlich von den Büchern aus der New York Diaries Reihe nicht. Zoe entwickelt sich aber dann in der Story zu einer wirklich tollen Charaktere, die man eben begleiten darf, die auch ihre Grundsätze hat, die ihrem Agenten widerspricht, wenn es darum geht, den Magerwahn von Models und Schauspielern irgendwie zu unterstützen. Und das fand ich wirklich großartig und das hat sie wirklich ganz, ganz toll gemacht. Auch die Liebesgeschichte, die sich in der Geschichte natürlich wiederfindet, fand ich super romantisch, nicht zu kitschig, gerade so für mich den perfekten Grad, um da zu schwärmen, um mit, ja, im Grunde diese Geschichte auch zu feiern. Und mir hat hier wirklich die Liebesgeschichte auch super gut gefallen. Auch die Playlist, es gibt ja zu jedem der Bücher eine Playlist, die man auf Spotify hören kann. Sie ist hier vorne auch in der broschierten Ausgabe beschrieben mit den Songs. Auch die habe ich natürlich gesucht und habe sie beim Lesen auch laufen lassen. Das habe ich von den anderen drei Büchern läuft die Spotify-Playlist auch immer mal wieder. Und man bekommt da so ein richtig schönes New York-Feeling. Und auch bei den Beschreibungen von Adriana finde ich, man ist mitten in der Stadt. Also ich hatte auch hier wieder das Gefühl, ich bin mitten im Knights Building. Ich verfolge diese Frauen, diese Menschen und ich bin mit dabei. Ich bin in New York City. Ich bekomme das Treiben mit, den Krach draußen mit. Ich rieche förmlich die Hitze in New York City und man bekommt eben auch so ein bisschen was vom Glamour mit. Dadurch, dass wir uns hier natürlich jetzt bei den Schauspielern befinden, ist das natürlich alles ein bisschen gefühlt glamouröser, wenn man auf irgendwelchen Premieren feiern ist und da eben andere berühmte Schauspieler trifft. Und man merkt hier eben auch die Liebe von Adriana zu Film und ja, man spürt das hier einfach, diese Leidenschaft. Und das ist das, was mich an allen Büchern aus dieser Reihe immer wieder fasziniert, dass diese Protagonisten einfach eigentlich Menschen sind, wie du und ich, aber eben so diesen besonderen Funken haben und eben so das besonders Nerdige, also egal ob es Musik war oder hier jetzt eben Schauspielerei, das ist eben immer besonders schön und es macht unglaublichen Spaß, sich darin ja im Grunde zu verlieren und es lässt sich wirklich auch wunderbar lesen. Ich habe es an zwei Tagen wirklich verschlungen und ich hatte großen Spaß beim Lesen und ja, es hat mir gut gefallen. Ich fand halt leider nur die Naivität wirklich zu Beginn ein bisschen schade. Was ich auch ein bisschen unrealistisch fand, war so der Gedanke, dass jemand von L.A. nach New York geht, um Schauspieler zu werden. In der Regel ist es doch tatsächlich eher andersrum, würde ich vermuten, so als Laie, dass man eher in Hollywood eben versucht, groß rauszukommen und nicht in New York. Wobei das ja zwei sehr unterschiedliche Filmszenen sind, beziehungsweise man natürlich in New York den Broadway hat,
Den Sprung hätte ich dann tatsächlich verstanden. Aber ja, das sind so Ungereimtheiten, die so persönlich einfach so einen halben Punkt, sag ich mal, in wo man sich mal so kurz innehält und denkt, hä? Aber das macht der Geschichte im Großen und Ganzen keinen Abbruch. Mir hat es wirklich Spaß gemacht und ich finde es unglaublich schade, dass wir jetzt New York City sozusagen bye-bye sagen müssen, dass diese Reihe vorüber ist. Und ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das eine Geschichten sind, die man einfach mal an einem heißen Sommertag ja, einfach auch mal rereaden kann und einfach abtaucht. Und ich mag auch wirklich, wie die Cover gestaltet sind und dass die eben jetzt alle eine andere Farbe haben. Und dazu aber dann einfach mehr in meinem Video jetzt kommende Woche. Und ja, es ist eine absolute Leseempfehlung. Wer eben, ja, solche Geschichten einfach mag, so Lebens-, Frauen-, Liebesgeschichten mag, der ist hier absolut richtig. Und ich finde, das hat Carrie Price alias Adriana Popescu wirklich wieder gut gemacht. Und ich freue mich da wirklich auf die nächsten Bücher der beiden Autorinnen und bin da sehr, sehr gespannt, ja, was uns da noch erwarten wird. Dann habe ich ja in der letzten Bücherwoche schon erzählt, dass wir begonnen haben, in einer Lesegruppe Fireman von Joe Hill zu lesen. Ein Buch, das im Mai diesen Jahres im Heine Verlag erschienen ist, als broschierte Ausgabe 18 Euro kostet und als E-Book 14. Es hat 960 Seiten und ich habe es diese Woche abgebrochen. Begonnen haben wir mit dem Buch, ich glaube, am 5. oder 6. Juli und ich habe, ich glaube, dann dementsprechend nach 7 Leseabschnitten beschlossen, für mich geht es nicht weiter, was umgerechnet so von den E-Book-Seiten in etwa 400 Seiten sind. Es können auch nur 380 sein, das lässt sich bei meinem E-Book-Reader immer nicht so genau sagen, aber ich versuche das im klassischen Dreisatz dann so hochzurechnen und komme dann knapp auf die 400 Seiten, was nicht ganz die Hälfte ist, aber ich einfach beschlossen habe, es ist nichts für mich und ich möchte da nicht weiterlesen. Ich muss ehrlich gestehen, ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass mich Joe Hill diesmal nicht begeistern konnte. Ich habe von ihm Teufelszeug gelesen, kurz bevor die Verfilmung mit Daniel Radcliffe herauskam und ich habe auch schon Christmasland gelesen und beide Geschichten fand ich sehr, sehr gut. Ich war wirklich überrascht von dieser atmosphärischen Geschichte und mir haben beide Geschichten sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich jetzt eben auch wirklich sehr auf Fireman gefreut, denn es klang eben nach sehr toller Science-Fiction mit dystopischen, epischen Ausmaßes, was mich so ein bisschen vielleicht sogar an Justin Cronin ja, erinnert hätte. Denn wir haben hier eben eine Welt, die in Flammen steht. Es gibt eine Seuche auf unserer Welt namens Dragonscale und die greift um sich. Und bei dieser Seuche, alle Infizierten fangen eben irgendwann an, ja, Feuer zu fangen. Und sozusagen steht dann nicht immer nur der Mensch in Flammen, sondern alles um ihn herum. Und Infizierte lösen sozusagen dann beieinander eben auch das Brennen aus. Und ja, die Welt, wie wir sie eben kennen, bricht zusammen. Wie man sich das vorstellen kann, wenn eine Seuche ausbricht, dass die Menschen dann in Panik verfallen, dass die übrigen dann eben alles probieren, um gesund zu bleiben, um die Infizierten zusammenzutreiben, dass dann Lager entstehen mit Kranken. Und diese Krankheit zeigt sich eben an diesem Dragon Scale, also an so einer Drachenzeichnung, die sich auf der Haut eben bildet, was so ganz feine Züge sein sollen, die dann eben auf der Haut zu finden sind. Und es werden wunderschöne Muster, die vielleicht sogar etwas mit jedem einzelnen Infizierten zu tun haben und ja, bis dann eben der Körper in Flammen steht. Und wir begleiten in dieser Welt Harper, eine Krankenschwester, die im Grunde alles tut, um die Kranken ja, im Grunde irgendwie versucht herauszufinden, was es mit dieser Krankheit auf sich hat, diese zu schützen, diese zu pflegen, aber natürlich auch sich selbst zu schützen. Und als aber dann ja, die Krankheit auch vor ihrer Tür nicht Halt macht, ja, erfahren wir eben, was passiert, wenn man krank ist, wenn man infiziert ist. Und wir treffen hier auf eine Gruppe von Menschen, die für mich so ein bisschen den Eindruck hatten, als wären sie eine Sekte und die eben versuchen, diesen Virus in sich, diese Seuche in sich in den Griff zu bekommen und dieses Brennen von sich selbst im Grunde zu vermeiden. Und ja, viel mehr möchte ich jetzt auch gar nicht erzählen, auch nicht, wie sich die Krankheit irgendwie übertragen könnte oder ähnliches. Ich muss ehrlich gestehen, die ersten 200 Seiten waren der Hammer. Die ersten 4 Leseabschnitte, ich habe es auch, glaube ich, letzte Woche in der Bücherwoche gesagt, die haben mich direkt in den Bann gezogen. Man ist direkt in der Geschichte drin. Man ist total fasziniert von der Idee, von den Charakteren, von der Umgebung, wie Joe Hill das rübergebracht hat. Und mit einem Mal war für mich die Luft raus.
Ich weiß nicht, woran es tatsächlich lag. Ich hatte dann drei Leseabschnitte, die ich unglaublich langweilig fand, wo so mehr oder minder spannende Dinge passiert sind. Und ich mochte auch wirklich die Entwicklung nicht, wo mich Joe Hill hinbringt. Also dieses mit dieser Sekte, mit diesem Religiösen. Ich meine, das macht Stephen King auch immer mal gerne, aber das ist eben keine Richtung, die ich gerne mag. Und das war dann so, wo ich dachte, was will er denn jetzt? Wo geht das hin? Was will er mir erzählen? Und auch dieser Fireman, der laut Klappentext ja derjenige, welche ist, der eben, ja, im Grunde es aufhalten kann, dieses Feuer, spielt auf einmal eine ganz andere Rolle. Und das war für mich irgendwie, da ist irgendwie was zerpufft in meiner Vorstellung. Und irgendwie konnte man das nicht mehr, ja, nicht mehr greifen. Denn gerade dieser Fireman, den ich mir als mysteriösen Menschenfigur erdacht habe, war etwas ganz anderes. Und da war ich schon zum ersten Mal wirklich groß enttäuscht. Denn diese Vorstellung, die ich hatte, wurde mir ganz schnell genommen und nicht durch eine bessere im Grunde ersetzt. Und somit fand ich es irgendwie nicht gut. Und diese drei Leseabschnitte fand ich dann tatsächlich sehr langatmig, ja, vielleicht auch atmosphärisch, obwohl ich die Atmosphäre nicht gespürt habe. Und sie war eben auch nicht mehr spannend. Und ich konnte auch mit Harper dann nichts mehr anfangen, die immer merkwürdiger agiert hat, wie ich fand, und die immer, ja, merkwürdiger wurde. Ich kann es nicht sagen. Also da Dinge passieren, wo ich mir dachte, nein, das erzählt mir keiner, dass das so ist, und die einfach für mich unlogisch waren, unrealistisch waren, insofern es bei Science-Fiction, dystopischen Geschichten realistisch sein kann, also ein bisschen greifbar sollte es schon sein. Ich konnte nichts mehr anfangen. Ich habe dann lange mit mir gehadert, habe auch bei den Kingsianern gefragt. Paddy und Phil hatten ja das Buch schon gelesen und ihnen ging es ja ähnlich. Auch in der Gruppe gab es unterschiedliche Stimmen. Es gibt Leser, die nach wie vor begeistert sind, die dieses ganze Atmosphärische toll finden. Es gibt eben aber auch Leute, die sagen, es ist schon ein bisschen langweilig und ohne Hörbuch hätte ich wohl das Buch auch abgebrochen. Und so hat es zum Beispiel auch Lena gesagt, die dann eben meinte, mit dem Hörbuch ging es dann ganz gut weiter. Aber ich bin halt niemand, der das parallel macht. Ich höre entweder ein Buch oder ich lese es. Ich bin niemand, der zur Hilfenahme jetzt dann ein Hörbuch zum Buch nimmt, weil, also für mich persönlich, das würde mich, glaube ich, auch noch komplett verwirren, wenn ich zur einen Hälfte höre und dann wieder lese. Und meine Medien müssen ja so ein bisschen im Kopf getrennt sein, damit ich ein E-Book und ein Buch unterscheiden kann. Das macht es mir halt immer leichter. Und für mich war es leider nichts. Also ich habe 400 von 960 Seiten gelesen. Jetzt kann man sagen, Mensch, jetzt hättest du doch die Hälfte fast gehabt. Aber nein. Also ich muss wirklich sagen, nein, es war leider nichts für mich und ich wollte dann auch nicht weiterlesen, denn ich ahne, dass es eben eine Richtung annimmt, die mir nicht gefällt, die mir noch weniger gefällt als diese drei Leseabschnitte. Und ich finde tatsächlich ist immer ein bisschen eine Art Zeitverschwendung, in etwas Zeit zu investieren, wo man von vornherein vielleicht weiß oder ahnt, dass es nichts ist. Und dann höre ich es auch einfach auf. Also ich bin ja sehr rigoros, was das angeht. Wenn mir was nicht gefällt, wenn ich an den Punkt komme und es nicht weitergeht, dann gebe ich dem Buch noch ein paar Seiten. Und ich finde hier wirklich, man hat ihm viele Seiten gegeben und 200 waren wahnsinnig toll. Und dann aber 150, die nicht gut waren und sich einfach entwickelt haben, die ich nicht gut finde. Dann ist es für mich schon so ausgeglichen, wo ich denke, okay, vielleicht hat er es einfach am Anfang sein Pulver verschossen. Dementsprechend habe ich Fireman abgebrochen. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich hätte diesen Joe Hill wirklich gerne gelesen. Aber ich bin einfach mal gespannt auf sein nächstes Buch und hoffe, dass das wieder eher so wird wie Christmasland oder Teufelszeug. Und es gibt ja auch noch andere Bücher von ihm, wo man vielleicht auch mal zu einem älteren Werk greift. Und kann man nichts machen. Ist manchmal leider so. Ja, weiter ging es dann mit dem neuen Buch von Laura Labas, Ewigkeitsgefüge. Dieses Buch ist am 6. Juli diesen Jahres im Drachenmond Verlag erschienen und ich habe dieses Buch aus der Drachenmond Blogger Lounge vorab zum Lesen erhalten. Habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut. Broschiert kostet das Buch 13 Euro. Als E-Book gibt es es für 5 Euro und es hat 310 Seiten. Ich kenne ja von Laura Labas bereits die
Unwandelbar-Reihe, die im letzten Jahr ja wirklich ein absolutes Highlight waren. Es waren 5 Teile und ich mag auch ihre neue Reihe, bestehend aus Ein Käfig aus Rache und Blut und Ein Thron aus Knochen und Schatten. Und da wird es ja auch noch einen 3. Teil geben, an dem sie gerade auch sitzt. Und ich bin einfach ein Fan vom Schreibstil von Laura Labas und habe mich sehr, sehr auf dieses Buch gefreut. Es ist ein Einzelband, das schon mal vorab, was ich sehr erfrischend finde. Gerade im Jugendbuchsektor hat man ja das Gefühl, dass es gar keine Einzelbänder mehr gibt, dass man fast immer irgendwie eine Reihe hat, und fand es hier wirklich schön, dass sie sich dazu entschlossen hat, es im Grunde als Einzelband zu belassen und die Geschichte wirklich kompakt eben auf 310 Seiten gefüllt hat mit Leben, und das wirklich unglaublich gut. Ja, wir haben hier Lydia, und Lydia lebt in einer Welt, in der es eben Monster-Kreaturen gibt, Dämonen, die Menschen überfallen, töten und diese dann eben auch zu Dämonen, Monstern umwandeln. Und Lydia ist eine Somna, und Somna, ja, versuchen eben den Menschenwandel aufzuhalten und den toten Menschen eben, ja, die Seele im Grunde gehen zu lassen und nicht, dass sich der Mensch umwandelt in eines dieser Monster, in eines dieser Kreaturen. Eines Abends, da beginnt auch in etwa die Geschichte, wird ihr kompletter Clan und auch alle anderen Somna ausgelöscht von einem sehr großen und mächtigen Feind, und Lydia steht jetzt im Grunde vor den Trümmern ihrer Welt und wird so ein bisschen in die Zwistigkeiten von verschiedenen anderen Clans im Grunde gezogen, denn sie ist die letzte Somna, die letzte, die im Grunde das Böse aufhalten kann, bevor ihre Welt und auch die Menschenwelt im Grunde in Gefahr ist, von diesen dämonischen Kreaturen überfallen zu werden und übernommen zu werden. Und muss sie sich entscheiden, was sie möchte, wem sie sich anschließt, wem sie glaubt und wie sie dann eben gegen das Böse kämpfen kann. Und Lydia ist ein Charakter, den ich wirklich großartig fand. Also wir sind hier ja im Fantasy-Bereich und wir haben hier eine starke Protagonistin, die nicht stark ist, weil sie Superkräfte hat oder Superwoman ist, sondern dass sie, einfach ein Mensch ist, der Fehler macht, aus diesen Fehlern lernt und das auf unglaublich sympathische Art und Weise rüberbringt. Die nicht allmächtig ist, die nicht alles weiß, die Entscheidungen trifft, die eben auch mal total doof sind und nicht wirklich sie weiterbringen, aber sie das einzieht und sie es dann beim nächsten Mal eben besser macht. Und das fand ich wirklich großartig. Das ist ganz oft im Buch mir aufgefallen, und ich fand, hier hat es Laura Labas wieder geschafft, eine ganz, ganz tolle Protagonistin im Grunde zu erfinden und diese mit ganz viel Detailliebe, im Grunde mit Leben zu füllen, und dass sich das auch wieder echt anfühlt. Ich bin halt ein Fan davon, wenn sich Geschichten für mich realistisch anfühlen, wenn ich in so einer Urban Fantasy Welt bin und ich mir denke, genau so könnte ich es mir in meiner Welt vorstellen. Denn bei Urban Fantasy hatten wir ja die Mischung aus unserer bekannten Welt, die sich dann eben mit etwas Mysteriösen wie Werwölfen, Vampiren mischt und dann eben auch der Kontakt zwischen Menschen und diesen mysteriösen Wesen im Grunde eine Rolle spielen. Und das, finde ich, ist hier großartig gelungen. Die dazu erfundene Welt, das ist wirklich wieder typisch Laura Labas, großartig gemacht. Ich finde, man hat die Kreaturen vor Augen, man spürt dieses Gefühl, man spürt diese Welt und man hat sie einfach lebendig vor Augen, und ich finde, der Schreibstil ist einfach von Laura Labas unglaublich gelungen, und diese Geschichte hat großen, großen Spaß gemacht, weil man einfach auch wieder die Leidenschaft von Laura Labas spürt und man all das, was sie in den anderen Büchern auch schon geschafft hat, hier auch wieder vereint. Also ich mag es einfach, wie sie Geschichten schreibt. Es ist sehr modern, es ist sehr flüssig, es ist sehr temporeich und man kommt von einem ins nächste, und man hat in diesem Buch 2-3 Längen, so im Mittelteil. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Da hätte ich mir diese Knackigkeit sozusagen, dieses Schnelle tatsächlich auch gewünscht. Der Mittelteil war für mich so eine Spur, wo ich dachte, jetzt muss es mal wieder, und dann kam es aber auch. Aber es war halt so dieser Moment, wo man auf was wartet, der fällt einem halt irgendwie dann ein bisschen negativ auf. Aber es ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Und ich fand hier einfach auch sehr schön, dass sie wieder in der Ich-Erzählung war. Ich mag das bei Urban Fantasy sowieso sehr, sehr gerne, auch bei Dystopien, wenn man eben einfach der Ich-Erzähler ist
und das Gefühl hat, dass man ganz, ganz nah beim Geschehen ist. Ich finde, das macht besonderen Lesespaß, weil man eben so einen ganz unvermittelten, unverbrauchten Eindruck bekommt. Man hat keinen Erzähler, der von oben herab auf die Geschichte blickt, sondern man ist ganz nah am Erzähler und man ist ganz nah dabei. Und ich finde das wirklich großartig und das hat Laura Labers wirklich unglaublich gut gemacht. Auch dieses Chaos, was so in dieser Welt herrscht, finde ich wunderbar gemacht und gelöst und halt auch wirklich Lydia mit dieser zarten Freundschafts-Liebesgeschichte, die wir so ein bisschen hier dabei so haben und auch die Nebencharaktere fand ich wirklich großartig. Es sind eben nicht nur Nebencharaktere, sondern allen wird ganz viel Liebe und Detailreichtum so zum Leben eingehaucht und es gibt hier auch eine Geistergestalt, sage ich mal so, die Lydia begleitet und ich fand den toll. Ich war so verliebt in diese Idee und in diesen Gedanken und ich musste oftmals so schmunzeln und mir hat das wirklich unglaublich gut gefallen und ich hatte da wirklich Spaß bei und es hat mir echt gut gefallen. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Wer Urban Fantasy im Jugendbuchbereich mag, ist bei Laura Labers auf jeden Fall richtig und man hat hier eben auch einfach mal einen Einzelband, der nicht nur optisch super schön aussieht, sondern der wirklich auch was ganz, ganz Tolles in sich hat und ich hatte hier wirklich großen Lesespaß und habe auch diese Geschichte gefühlt wirklich weggesuchtet. Ich glaube auch so an 2 Tagen, schwupps, waren die 300 Seiten gelesen, weil ich auch eben gemerkt habe, ja, es ging halt schon bei Fireman los und ich dann lieber einfach zum Buch von Laura Labers gegriffen habe und dann als die Entscheidung fiel, Fireman wird abgebrochen, ich meine, es ist auch eine Entscheidung, die man bewusst treffen muss und dann, dann war klar, jetzt suchtest du heute Abend das Buch von Laura Labers einfach weg und das habe ich dann auch gemacht und es hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Absolute Empfehlung und es war wieder ein Drachenmondbuch, ganz nach meinem Geschmack und wirklich wunderschön und nicht nur das Cover, sondern eben auch der Inhalt, was mich ja beim Drachenmond Verlag sehr oft begeistert und erfreut und so auch hier beim neuen Buch von Laura Labers. Und auch das nächste Buch geht in eine ganz andere Richtung, hat mir aber auch sehr viel Lesespaß bereitet. Und zwar Nachtblau von Simone van der Vlugt. Ich hoffe, man spricht das so aus. Dieses Buch ist am 10. Juni diesen Jahres im HarperCollins Verlag erschienen, kostet broschiert 14 Euro und als E-Book 13 und hat um die 350 Seiten. Ein Buch, auf das ich gestoßen bin, als ich bei HarperCollins so ein bisschen auf der Internetseite unterwegs war und mich hat wirklich dieses weiß-blaue Cover angesprochen. Und dann ist es eben ein historischer Roman, welcher im 17. Jahrhundert, so steht es in meinen Notizen, in den Niederlanden spielt. Und es geht eben um das Delfords Blau, dieses Porzellanblau, was ja doch sehr, sehr bekannt ist. Und mich hat es irgendwie vom Klappentext direkt angesprochen und ich hatte eben auch diese Woche Lust auf einen historischen Roman, habe doch in meinem Sub so ein bisschen rumgewühlt, was könnte in die Richtung gehen und bin direkt wieder auf dieses Buch gestoßen und dachte, ja, jetzt greifst du zu Nachtblau. Das war auch was, wo ich dachte, ja, da liest du jetzt 3-4 Tage dran, so von der Seitenzahl. Ich muss ehrlich gestehen, es waren auch wieder nur 2 Tage mehr oder weniger. Ich habe die letzten 50 Seiten heute früh noch beim Aufstehen im Bett sozusagen gelesen und habe das also auch wirklich einfach verschlungen. Das ist echt, da sieht man einfach den Unterschied. Bei Fireman dachte ich so, bei den 50 Seiten Lesabschnitt, naja, du wirst sie schon schaffen. Und hier greift man dazu, liest los, hat 1,5 Stunden gelesen und 150 Seiten gelesen. Also ich habe ja ein recht hohen Schnitt auch von gelesenen Seiten, also ich nicht, dass ich das groß messe, aber so ein Gefühl habe ich so 150 Seiten, ich sag mal so in 1,75 Stunden grob gelesen, denke ich mal hin. Und wenn man da eben abends ins Bett geht und fängt an und denkt sich, oh, jetzt hier die Hälfte vom Buch schon gelesen und guckt auf die Uhr und denkt, oh Gott, jetzt musst du mal schlafen. Oder dann heute früh, oh, noch 50 Seiten, die liest du, bevor du aufstehst, so kuschelig mit der Katze im Bett, ne? Also das, so muss es einfach sein, bin ich einfach der Meinung. Dann merkt man einfach, dass man ein gutes Buch in der Hand hat. Aber neben dem Cover und meinem Leseerlebnis, ich greife ja hier komplett vor, natürlich ein bisschen was zur Story. Also wir sind im 17. Jahrhundert und wir sind bei Katrin. Ich spreche sie jetzt einfach mal so aus, so war sie in meinem Kopf auch. Sie wird mit I-J-N hinten geschrieben.
Ich hoffe, man spricht sie einfach Katrin aus. Ich habe das I einfach immer langgezogen. Ja, Katrin ist eine leidenschaftliche Malerin als Jugendliche. Sie nimmt rote Beetesaft und malt Möbel damit an. In der Zeit, in der sie aber lebt, ist das nicht wirklich gewünscht, dass Frauen malen, geschweige denn, dass sie das erfolgreich noch tun. Und man schickt auch nur sehr, sehr wenige Frauen in Malschulen zur Ausbildung, geschweige denn, werden sie dann von der Gilde aufgenommen. Und so, ja, zieht es eigentlich Katrin schon immer in die Ferne, in die große Stadt, aber sie heiratet sehr, sehr jung einen Mann, von dem sie glaubt, dass sie ihn liebt, doch leider, ändert sich das sehr, sehr schnell, denn er ist ein Trunkenbold und hält auch nicht viel von seiner Frau. Und so ist er eben nicht nur immer betrunken, sondern auch sehr gewalttätig. Und es kommt eines Tages dazu, dass er sehr, sehr früh verstirbt und Katrin im Grunde als junge Witwe dasteht und Haus und Hof verkauft, versteigert. Und ja, da dank eines jungen Mannes, der in ihrem Dorf auftaucht, eine Empfehlung bekommt, um als Hausmädchen in einem etwas höheren Hause in Amsterdam zu arbeiten. Und dort angekommen trifft sie eben auch auf die Herrin des Hauses, die ein bisschen labil ist, aber eben auch eine große Leidenschaft zum Malen hat. Und sie trifft auf einen Günstling von Rembrandt, der ihrer Herrin sozusagen die ein oder andere Malstunde gibt. Und auch sie greift in diesem Hause heimlich zum Pinsel. Und das ist nicht ganz so gerne gesehen. Und die Liebe zu diesem Mann, der Bruder des Herrn sozusagen ist, also ihres Chefs, wo sie jetzt eben das Hausmädchen ist. Ja, diese Liebe darf nicht sein in dieser Zeit. Und das ist auch eher so eine heimliche Leidenschaft, die aber sehr, sehr schön ist. Und es sind noch allerlei andere Sachen in der Liebelei in diesem Buch passieren, die einfach unglaublich schön geschrieben sind. Und die Vergangenheit holt sie aber ein wenig ein und sie muss dieses Haus verlassen. Und zieht dann eben los, um das Nachtblau, das Delfter Blau im Grunde aufzunehmen und auf Porzellan zu bringen. Und Matthias, das ist der junge Mann, dem sie im Grunde ihr Herz gegeben hat, auch der spielt hier eben eine große Rolle. Und auch wenn sie nicht immer auf ihn warten möchte, so ist doch diese Liebe eine besondere Liebe. Und es ist eine wunderschöne Geschichte. Man kann es gar nicht anders sagen. Es war eine wunderbare Lebens- und Liebesgeschichte in einer Zeit, in der eben nicht alles so einfach war, mit einem Thema, das für mich mal was ganz anderes war. Denn um malende Frauen habe ich mich tatsächlich noch gar nicht groß gekümmert, geschweige denn um Rembrandt oder um diese Zeit. Und ich war auch, glaube ich, noch in keinem historischen Roman, der in den Niederlanden spielt. Und das waren alles Dinge, die neu waren, aber sich so toll und warm angefühlt haben. Man kann es gar nicht anders sagen. Ich hatte ein unglaublich wohliges Gefühl bei dieser Geschichte mit einer Sprache, wo mich Simone van der Vlugt wirklich begeistert hat, denn man hatte den Eindruck, man ist in dieser Zeit. Und ich finde das immer wichtig bei historischen Romanen, dass es nicht ein ganz normaler, moderner Schreibstil ist, sondern man so ein bisschen einen Hauch Ahnung davon bekommt, wie in der damaligen Zeit miteinander gesprochen wurde, wie man miteinander umgegangen ist. Und ich fand das wirklich großartig. Das hat Simone van der Vlugt sehr realistisch rübergebracht. Es hat sich echt angefühlt und ich war auf einer kleinen Zeitreise. Also wer hätte gedacht, dass es mich mal im 17. Jahrhundert nach Amsterdam verführen würde? Ich fand das schon in unserer Zeit nicht wirklich spannend, also Amsterdam. Aber ich fand das faszinierend. Ich war wirklich so ohne Erwartung an dieses Buch und es hat mich einfach umgeworfen und es hat mich wirklich begeistert. Und auch diese zarte Liebesgeschichte und auch diese Lebensgeschichte von Katrin fand ich wirklich ganz, ganz toll. Und auch diese Nebencharaktere, die doch eine recht große Rolle einnehmen in ihrem Leben und somit auch in dem Buch und somit in unserer Lesezeit. Und die fand ich wirklich toll. Ich bin wirklich begeistert von dieser Geschichte, die mir an manchen Stellen zu viel des Guten waren, das muss ich einfach dazu sagen. Ich bin dann eben ab bei einer Liebesgeschichte und bei Romantik auch sehr schnell übersättigt und dann ist für mich auch wieder gut. Diesen Punkt erreicht es 2-3 Mal. Das ist halt einfach so. Man kann es mir manchmal nicht recht machen. Es liegt aber einfach an mir. Also glaube ich einfach. Ne? Das ist halt einfach so der eigene Geschmack. Und dennoch fand ich einfach diesen historischen Aspekt, dieses Malen und diese Geschichte des Malens, des Porzellans, dieses Nachtblau und in Bezug so ein bisschen auf Rembrandt, auf Holland, ich fand das irgendwie toll. Ich kann gar nicht so richtig beschreiben, warum, aber dieses Buch hat mich einfach in den Bann gezogen. Ich habe eine Zeitreise gemacht in eine Welt, in der ich gar nicht wusste, dass ich
dass ich mich da wohlfühlen würde. Und ich konnte mich aber da einfach fallen lassen und konnte es mit jeder Seite einfach genießen. Und jeder, der historische Romane mag und der das mag, dass man mal in ein anderes Land als vielleicht Deutschland oder, ich meine, in England ist man sehr oft oder Frankreich, einfach mal so in ein Land geht, wo relativ wenig gefühlt historische Romane spielen. Ich finde, der ist hier einfach mal richtig. Einfach mal Neuland entdecken, sich dem Thema zu öffnen, auch diesen Porzellan zeichnen. Ich meine, man kennt ja dieses Porzellan, dieses weiß-blaue Porzellan, und ich fand das einfach großartig. Auch was ich da rausgenommen habe an Wissen und an das ja trotzdem immer echt ist. Also man hat ja hier wirklich historische Fakten mit einer Geschichte drumherum, die eben erzählt wird. Und ich fand das toll. Also mir hat das echt gut gefallen. Ich kann es gar nicht glauben, auch heute früh das Ende. Ich fand es eine super schöne Geschichte, die mich wirklich mitgenommen hat und die mich wirklich mit so einem wohligen, warmen Gefühl zurückgelassen hat. Ich fand das wirklich toll. Es ist, glaube ich, der erste historische Roman der Autorin. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist sie sonst eher so Krimi-Thriller-mäßig unterwegs. Da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das was für mich ist. Aber dieses Buch Nachtblau hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und wer historische Bücher gerne liest und vielleicht mal was in Holland erleben möchte, der ist hier absolut richtig und könnte hier auf jeden Fall auch Spaß haben. Buchtechnisch war es das in dieser Woche. Serientechnisch habe ich ja am letzten Freitag die letzten zwei Folgen von Der Anschlag gesehen. Wir haben ja, nachdem wir das Buch von Stephen King gemeinsam in der Lesegruppe gelesen haben, es war ein geniales Buch, haben wir ja auch gesagt, wir werden uns ein bisschen die Serie gemeinsam angucken, und so habe ich ja jeden Abend von Dienstag bis Donnerstagabend zwei Folgen zusammen mit meiner Mama angeguckt und habe diese Serie ja gesuchtet, und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich sie einfach nicht gut fand, und auch abschließend muss ich sagen, dass es eine unglaublich blöde Buchverfilmung war. Und auch als Serie fand ich sie tatsächlich nicht gut. Es sind so viele Dinge geändert worden in der Geschichte. Es sind so viele Charaktere verändert worden, das nicht zu ihrem Vorteil. Es ist so viel dazugedichtet worden. Es ist so viel weggelassen worden. Und irgendwie hatte man gefühlt eine ganz andere Geschichte. Und es gibt Momente, da hätte ich James Franco, der hier Jake spielt, unserem Protagonisten, am liebsten mal geschüttelt und gefragt, ob es ihm noch ganz gut geht. Und es geht ja beim Anschlag darum, dass eben Jake in die Vergangenheit reist, ins Jahr 1958. Im Film macht er das ins Jahr 1960. Und er soll das Attentat auf John F. Kennedy im Jahr 63 verhindern. Und beobachtet eben ja so die Menschen, die wie Lee Harvey Oswald, der ja der offizielle Attentäter ist, der eben Kennedy erschossen haben soll. Es ranken sich da ja sehr viele Gerüchte und Verschwörungen. Und diesen Mann verfolgt er ja und trifft dort eben auch noch auf Sadie, auf eine junge Frau, eine Lehrerkollegin, und ja, so ein bisschen eine kleine Liebesgeschichte haben wir, das, was King ja sehr gut gelöst hat, wie ich finde. Und in der Serie ist das aber alles so nebensächlich. Man hat gar nicht das Gefühl, dass es einen hauptroten Faden gibt, sondern es passieren so viele kleine einzelne Geschichten, die wohl ein großes Ganzes ergeben sollen, das aber nicht tun. Denn man gefühlt hat man keine Verbindung in diesen Geschichten. Und James Franco ist für mich auch kein guter Schauspieler, denn er hat gefühlt nur drei Mimiken drauf und die wiederholt er eben, gerade wie es ihm einfällt, gefühlt. Und auch das Ende war einfach so billig. Es ging so schnell und Nein, mir hat es nicht gefallen. Ich habe die Serie tatsächlich auch direkt wieder verkauft. Wenn ich die Serie nicht geguckt hätte, ich glaube, ich hätte nach drei Folgen auch abgebrochen. Also ich konnte mit der Serie tatsächlich nichts anfangen. Sie hat mir kein Zeitreisegefühl gegeben, auch wenn die Autos toll waren, die Klamotten. Ich habe mich nicht in diese Zeit zurückversetzt gefühlt. Ich finde, James Franco hat das unglaublich schlecht rübergebracht. Seine Dialoge, die er geschrieben bekommen hat, natürlich. Ich fand es einfach nicht gut. Also es gab so ein, zwei gute Momente, auch die mir gefallen haben. Es gibt auch den einen oder anderen Charakter, den ich gut fand und auch gut rübergebracht fand. Zum Beispiel den Ex-Mann von Sadie. Aber Stephen King zum Beispiel hat keinen stereotypischen Charakter, der nur böse und nur gut ist. Und in der Serie hat man das aber getan. Und da hat man auf einmal den strahlenden Helden und den absoluten Schurken. Und ach, das... Nein, es war nicht gut. Es war einfach nicht gut. Und ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich mal Licht machen, weil es ist hier komplett zubewölkt. Und wahrscheinlich war ich gerade über diese schlechte Serie spreche. Wer weiß. Juli 2017 und draußen geht die Welt gerade gefühlt. Und ich habe tatsächlich Socken angezogen, weil ich kalte Füße bekommen habe.
Und das im Juli. Das soll was heißen. Ja, ich glaube, jetzt mit der Softbox ist es wieder relativ gut und man sieht mich auch. Nicht, dass man das unbedingt müsste, aber ich finde es doch immer ein bisschen schöner, wenn man ja auch zu erkennen ist in den Videos. Ja, nach der Anschlag wusste ich ja dann, dass ich diese Woche ja die 6. Staffel von Game of Thrones anschauen werde, denn ab Montag ist es ja soweit. Endlich kommt die 7. Staffel von Game of Thrones. Dieses Jahr ja sehr, sehr verspätet. Normal startet die Serie, glaube ich, schon im März, April. Dieses Jahr jetzt also Mitte Juli. Finde ich tatsächlich für eine Serie nicht so eine gute Lösung, weil, ich weiß nicht, im Sommer mache ich eigentlich was anderes als Serie gucken. Aber ich werde da diese Serie dieses Mal über Sky Ticket schauen. Und das gibt aktuell ein Angebot, ich glaube, für einen Monat pro Monat. 1 Euro im Monat. Und ja, der Monat fängt auch da an, wo das Abo anfängt. Also kann man im Grunde Game of Thrones fast für lau einfach angucken. Also jeder, der sich fragt, wo läuft Game of Thrones, ihr findet das bei Sky. Ich glaube sowohl Go, wenn ihr eben ein normales Abo habt, wie dann eben auch bei Sky Ticket, was monatlich auch kündbar ist. Und das habe ich gewählt, weil ich es so auf dem Laptop schauen kann, beziehungsweise auch auf dem Handy. Und bei Normal Sky muss ich ja bis abends 21 Uhr warten. Und so kann ich die Folge eben angucken, wann ich will. Vornehmlich Montag früh, voraussichtlich um 5. Ja, da wisst ihr Bescheid. Also ich weiß jetzt, was ich Montag früh machen werde. Ich werde eine halbe Stunde eher aufstehen, Game of Thrones schauen und mich dann fertig machen für die Arbeit. Das Leben ist hart. Man muss Prioritäten setzen, wie ich finde. Und ja, auch im Urlaub. Ich meine, im Urlaub werde ich, glaube ich, nicht um 5 aufstehen. Ich muss mal gucken. Da wird dann wahrscheinlich auch 9 Uhr reichen. Aber ich freue mich einfach unglaublich. Ja, ich habe die 6. Staffel gesuchtet. Werde heute am Samstag noch die letzte Folge angucken. Das ist ja die lange 10. Folge. Und man ist direkt wieder drin. Also es ist eine Serie, die mich einfach immer mitreißt. Die mich immer wieder schockiert aufs Neue. Es gibt Gänsehautmomente, es gibt Schockmomente, es gibt Momente, wo man... Also ein wohliges Gefühl hat man in der Serie hier nicht, aber es ist einfach toll gemacht. Also es ist wirklich großartig, auch wenn sich beim 3. Mal anschauen der 6. Staffel so manchmal die ein oder andere Logiklücke dann doch öffnet und nicht wieder schließt, denkt man sich, ach ja, da muss man auch mal drüber hinweg gucken. Es ist einfach eine unglaublich komplexe Geschichte und ich bin sehr gespannt, wie die Serie hier weitergeht. Staffel 7 hat ja nur noch 8 Folgen und es heißt ja jetzt schon, dass Staffel 8 erst 2019 kommen wird. Ich weiß nicht, was ich persönlich davon halten muss, das muss ich ehrlich sagen, weil ich meine, man erwartet schon sehr viel Geduld. Und ja, im Grunde, dass das Menschen halt auch darauf warten. Und ich meine, wir Menschen, wir bekommen halt doch täglich auch mal oder sehr oft neue Dinge präsentiert und vergessen dann vielleicht auch mal was Altgeliebtes. Ich weiß nicht, ob das so geschickt ist, sowas immer hinauszuzögern. Und ja, ich finde das auch von George R. Martin nicht so toll, dass er auf seinen 6. Band ja jetzt schon keine Ahnung wie viele Jahre warten lässt und es ja immer noch kein echtes Erscheinungsdatum gibt. Meine Hoffnung besteht ja noch auf Silvester diesen Jahres. Ich glaube, es langsam nicht mehr. Das ist ja auch ein Grund, warum ich den 5. noch nicht gelesen habe. Also im Deutschen ist das ja mal aufgeteilt worden. Da gibt es ja 10 Bände, beziehungsweise jetzt sind es ja auch diese 5 Bände und dass man das wie im Englischen macht. Und ich habe ja den 5. noch nicht gelesen, weil ich dachte, dann gehörst du auch zu den echt offiziellen Wartenden sozusagen, weil dann gibt es nichts mehr. Und das ist total verrückt. Aber ja, ich denke mal, vielleicht greife ich den 5. aber trotzdem dieses Jahr einfach nochmal an. So im Herbst kann ich mir das gut vorstellen. Und ja, das ist halt so, ich finde es halt schade, dass man diese Euphorie der Fans so ausnutzt und alles so hinzieht. Das ist halt, klar muss man sagen, ist das eine sehr aufwendige Serie und nicht vergleichbar, glaube ich, auch nicht mit einem Film. Aber ja, warum behält man nicht den jährlichen Rhythmus? Ich meine, was weiß ich, was 2019 ist, ne? Also man könnte da schon verheiratet sein und Kinder haben und sonst eins und keinen Bock mehr haben auf die brutale Serie Game of Thrones. Ja, insofern freue ich mich jetzt auf Staffel 7 und es wird auch wieder Hangouts geben. Die sind auf jeden Fall geplant, immer mit ein bisschen anderem Cast sozusagen, je nachdem, wer eben dienstags ab 19:30 auch Zeit hat und da ist, wie ich bin ja auch mal im August 3 Wochen Urlaub und vielleicht da auch mal dienstags unterwegs.
Und wird aber immer genügend Menschen da sein, die ja, euch da im Grunde wieder ein bisschen was erzählen, zum Diskutieren. Wer also Lust und Zeit hat, dienstags ab 19.30 Uhr gibt es wieder die Hangouts, immer direkt zu der Folge, die eben montags lief. Und ja, bei unseren Start zur ersten Folge haben wir dieses Mal bei Phil. Ihr findet seinen Kanal natürlich unten in der Infobox. Und ja, lasst euch überraschen, wer dabei ist. Wahrscheinlich so ein bisschen die üblichen Verdächtigen aus dem letzten Jahr. Aber bestimmt auch mal so der ein oder andere Überraschungsgast. Und ja, seid einfach dabei, habt Spaß, diskutiert mit uns mit. Ihr müsst natürlich euch klar sein, dass es Spoiler gibt. Also wir werden über diese Folge sprechen. Und wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, dann guckt es euch eben in der Aufzeichnung an, wenn ihr die Folge selbst gesehen habt. Aber alle die über Sky ja, die Serie jetzt im Grunde live gucken und am Starttag sozusagen ansehen können, die können gerne natürlich dann am Dienstag vorbeischauen und mit uns ein bisschen über die Folge sprechen. Und ich glaube, dass es da sehr viel Redebedarf geben wird. Und ich bin jetzt schon total hibbelig und freue mich, nur noch 1,5 Mal schlafen sozusagen. Also für mich, für euch ja dann das Video Sonntag kommt, nur noch 1,5 Mal schlafen. Einmal schlafen, je nachdem. Und dann geht es los. Und ja, man ist direkt wieder im Fieber. Ich freue mich jetzt auch noch auf die Abschlussfolge und werde Taschentücher beilegen und ja, wie es so ist, ne? Ja, das soweit zu der Woche. Ich glaube, groß anderartig Dinge als Lesen und Serie gab es in dieser Woche nicht, außer natürlich so das ein oder andere mit Freunden. Diese Woche auch geprägt war von meiner Küche, die tatsächlich dienstags kam. Nicht wie versprochen am Vormittag, sondern am mittleren Nachmittag. Aber Zeiten, das ist ja komplett relativ in dieser Lieferwelt. Scheint auch alles vorhanden zu sein. Sie ist von uns jetzt auch im Groben schon aufgebaut worden. Und jetzt bedarf es eben die Handwerker, die sie gar komplett aufstellen, an den Wänden alles Mögliche befestigen, die Anschlüsse, Herd und Spüle und Sonstiges machen. Und ich hoffe, dass das jetzt dann zeitnah auch noch passiert, damit das Chaos in meiner Wohnung wieder ein bisschen eingedämmter wird und ich meine neue Küche genießen kann. Und ich war tatsächlich sehr erleichtert, dass sie da war. Das Beschwerdeschreiben wird fertiggestellt und es gibt definitiv ein Beschwerdeschreiben für diese Odyssee. Und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Ich weiß nicht, ob ihr da Erfahrungen habt. Ich glaube, grundsätzlich zählen Beschwerden in unserer Zeit nicht mehr allzu viel. Aber versuchen kann man es ja auf jeden Fall mal. Und ja, aber die Küche ist da. Ich habe dementsprechend diese Woche eben auch ja, Küche mit aufgebaut. Also die Schränke und Schippe und keine Ahnung. Und ja, freue mich sehr. Sie sieht auch sehr gut aus. Also von den Holztönen und so. Und ja, das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es entschädigt natürlich, dass sie gut aussieht. Aber ihr wisst, es ist immer nicht so einfach, wenn man auf was wartet und es nicht kommt. Ja, jetzt denke ich, war es auch wieder eine relativ lange Bücherwoche und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei meinem langen Gequatsche zuzuschauen und euch hat das Video gefallen. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch schon oder ich habe euch jetzt auf irgendwas neugierig gemacht, dann schreibt mir das natürlich gerne in die Kommentare. Mich interessiert auch, was ihr vielleicht diese Woche so ein bisschen gelesen habt oder gerade an Serien schaut. Ich bin ja auch immer nach neuen Serientipps, gerade auf Netflix, sehr neugierig, sehr gespannt. Also wenn ihr mir da Tipps geben wollt oder jetzt eben bei Sky, jetzt habe ich Ticket, da gibt es ja auch die Serienboxes, also immer her mit euren Empfehlungen. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.